So. Macht auch, glaube ich, Sinn, weil in dem Buch, da steht, glaube ich, irgendwas mit der Familiengeschichte drin. Nasals. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Der Da, letzte das Bett Nagel. ist festgenagelt. Das sollte genügen. Gucken wir den uns mal an. Der Gast, der niemals ging, war das wohl Ja. Ich wahrscheinlich. wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Vor allem der Gast, der niemals ging, aber sie sind nie reingegangen oder haben gemerkt, dass das Bett war ja oben. Das heißt, sie müssten reingegangen sein und gesehen haben, er ist Ja. nicht mehr da. Da müssten sie mal irgendwann, Runtergeklappt entweder sie haben. selber oder der nächste Gast, mal das Bett runtergeklappt haben und bemerkt haben, dass er tot Ja, irgendwie ruht. sowas. So. Wir haben das Buch genommen, ne? Das sollte man gleich natürlich auch mal angucken. Hui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine Ach so, gewaltige genau, Summe das an. hatten wir schon. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Okay. Hier ist unsere Versicherungspolice. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Das können wir gleich mal mit dem Typen benutzen. Typen Ich benutzen. glaube jetzt. Ne, geh nochmal rein. Kannst du das wieder loslösen? Ne, ich glaube, das geht automatisch, wenn wir hier den Flur runtergehen, oder? Nee, nee. Ich erinnere mich, dass das in dem Raum, dass man da sein muss. Lass aber erstmal, wir reden jetzt erstmal mit dem Typen. Ach so, ja, ich meine, das wäre irgendwie so, dass man sieht, dass der weggefletscht wird, ne? Ja. Red erstmal so mit dem. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Ich möchte Mitglied der Mitglied Familie, werden. was? Onkel Onkel Griswold. Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist Ihr Name? Eintopf mit Eintopf Schinken. Eintopf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Dann müssen wir mal was für machen. Sag nochmal, ich könnte mich den ganzen Tag darüber unterhalten. Ich Nicht, dass könnte mich wir den wieder ganzen Tag irgendwas über die Geschichte triggern der müssen. Meistersuppes Ja. unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die. Ah, macht automatisch. Baron Salmon Bisque de Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skep Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In Wie nur vier er mit Jahren dem Buch baute daneben, er das die einfach größte nacherzählt, Suppenrestaurantkette sichtbar. in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Du bist kein Meistersuppe. Nun, Fällt ihn mein raus, Sohn, die es Waage fällt. scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island.
10% Wie? Rabatt Prestige. In allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich Prestige medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Okay, dann geh doch mal hoch und ich glaube, man muss einfach die Nägel irgendwie wieder rausmachen. Ähnlich wie, ich glaube, wahrscheinlich wieder mit dem Meißel. Ja. Nicht genügend Hebelwirkung. Hebelwirkung. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Oh, wie war das denn jetzt? Oder muss man das erst so viel später machen? Wir brauchen wahrscheinlich wieder irgendwas dann aus der Gruft. Dann hol dir nochmal so einen Drink. Ich möchte einen Drink, bitte. Kommt sofort. Können wir, haben wir denn noch? Ah ja, okay. Ja, sicherlich. Weg den Scheiß. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ja, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich haben wir denn irgendwie sowas wie so eine Totenbescheinigung dann? Dass der jugendliche Erasco Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Hätten wir das jetzt aber nicht gemacht, dann wäre... dann wären wir wieder bei Stan wahrscheinlich aufgewacht, aus welchem Grund auch immer. Okay, auf jeden Fall musst du mal bei dem Riss in der Wand. Ominös. Ominös, ominös, ominös. Kann man hier raus? Ne. Bestimmt nicht. Es sei denn, es ist eins von Stans. Sie ist abgeschlossen. Gräbern. Es gibt keinen Weg hinaus. Riffiges Loch. Schauen wir mal durch. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Oder vielleicht ist es... ich weiß nicht. Große, springende Affen! Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Fantastisch gerendert. Ach, wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Geil, okay. Noch ein kleines Easter Egg. Gedenktafel. Es ist eine Gedenktafel für Mini, Strohne, Meistersuppe. Boah, ganz schön kurze Beine, die Statue, ne? Ja. Theoretisch müsste hier der... Hier sieht man so ein bisschen Knie, ne? Da müsste ungefähr hier sein, ne? Ja, ist auf jeden Fall nicht gut proportioniert. Oh. OMG. Oh. Ist das, Moment, stopp. Ja, sprech den mal an, da. Ah, okay, hier gibt's nichts zum Ansprechen. Ist das die, eine da, die... Die rumspukt die, noch, ja, wahrscheinlich. Von der Geschichte von Meistersuppe? Muss ja. Hallo? Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini Meistersuppe. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debütantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Inselschönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh, dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns.
Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Ich möchte mal das Augenmerk auf diese kleine, winzigen Treppenstufen merken. Die haben sie wahrscheinlich gemacht, damit der hier auch hochkommt, ohne dass das komisch aussieht, dass er auf so einer komischen Halbstufe hängt. Halbstufe da irgendwie so reingerannt. Schöner Ring. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Okay, also der Diamant von dem Ring ist ja auf der Totenkopfinsel. Ja, kann man mal fragen, wo der Diamant ist. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling, mein Honigkuchen, mein Knuddelduddel, mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Ach, übrigens, der LeChuck, der will meine Elaine. So, Geh ja. ins Licht! Wenn Nein, es nur so runter. Einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Ja. Ich setze mal sogar Nein, sagt er ja. Ja. Darauf kannst du wetten. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Was hat der LeChuck mit dem Diamanten gemacht? Oder wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Der Prolet! Der Unhold! Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Alle wollen einen Ring haben, ey. Ja, dann. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Gehen wir mal nach links, ist, glaube ich, gerade raus, ne? Ja. Morbide. Geschmackvoll gemacht. Okay. Good soup is food. Familienwappen. Oh, die Stange. Okay. Ja, klar, wir können ja nur das Bett hochhebeln, wenn wir eine Brechstange haben. Und das wäre auch logisch gewesen, wenn wir nicht hier gewesen wären. Wer sagt denn, das ist jetzt so cool? Kommt das aus dem Riss? Ich habe das irgendwie nur auf dem rechten Kopfhörer. Ja, kann ja sein, dass sie das so abspielen. Oder kannst du den Sack dafür? Murray. Das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sarg kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Nimm mal, wenn das geht. Nimm ihn. Hey! Nimm mal. Oh, echt, das ging? Oh, wer sieht denn der jetzt aus? Ich will jetzt nicht mit Murray in ein Gespräch verwickelt werden. Okay, dann guck mal, da ist so ein Riss, glaube ich. Genau, Spalte. Ah, guck an. Das ist der Raum, wo wir, als wir noch auf Plan Island waren, genau.
Ah, hier, Moby Dick. Suckers 12, The Breaking. Laterne. Ich komme nicht dran. Achso, wir sind wahrscheinlich hier im... Haben wir nicht einen Arm? Da hab ich schon voll vergessen, den Arm. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Der erinnert mich voll an den Alten von Family Guy. Ja, so ein bisschen auch. Vom Kinn her. Jetzt ist er wieder richtig angeläutet, weiß ich jetzt auch nicht. Wir müssen ja trotzdem noch raus. Ja. Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog, der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Der Grog, der Leute trinkt, vor allem. Das ist auch geil, der Papagei. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Pirates Must Die. Können wir mit Murray irgendwie was machen? Es ist ja, ein Dinosaurier aus. Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Warte mal. Benutz mal die Laterne. Mit dem Typen oder mit dem Spalt. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ja, der Spalter ist sofort raus. Geh doch mal raus. Ich wollte mal mit ihm reden. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister! Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich möchte mich schämen. Das ist die Tür in den Raum, oder? Es sieht eher aus wie ein Schrank eigentlich, aber... Also sonst wüsste ich auch nicht, wo der reinkommen kann. Eine sehr große Tür, ne? Ich würde das zweite jetzt... Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teurer Hardware. Das sehe ich ein. Okay. Lass mich aus dieser Gruft heraus. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Okay, mach mal weiter. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Geh mal raus. Jetzt probier mal Murray mit dem Spalt zu benutzen oder die Lampe. Ich meine, man musste da irgendwie so ein... Murray, sag etwas Gruseliges. Buh! Ich bin ein furchterregender Totenschädel! Ich glaube, es klappt nicht, Guybrush. Ah, warte mal. Die Lampe? Genau so. Das war ihr... Okay. Irgendwie hey, war Murray, das doch. Sei furchterregend. Okay. Buh. Ich bin einer der lebenden Toten. Fürchte mich. Erlöse mich. Hey, sieh mich an. Ich bin ein Geist. Hier. Das ist einfach erbärmlich. Hä? Murray, zeig, was du kannst. Okay. Buh. Ach so. Jetzt haben wir uns da vorgestellt, quasi. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme.
Gute Arbeit, Murray. Sein Schatten unsynchron zu ihm selber. Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Yay. Doppelklick. Geh. Haben wir jetzt die ganze Zeit Murray dann halt mit, oder was? Ja. Voll geil. Aber mit dem kann man wahrscheinlich nie reden. Doppelklick. Ja, geh nochmal rein. Dann kann man die Polizei mal. Hey, Guybrush. Das sind aber viele Skelette. Oh. Schnell, zieh einem den Kopf ab und stecke mich auf das Rückgrat. Ich glaube nicht, dass ich dich frei herumlaufen lassen möchte, Murray. Oh, bitte. Ich verschwinde hier besser. Nun, Murray, okay. Bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Murray? Wo ist der hin? Okay, ja, jetzt mal rein. Mal rein? Ja. Mit der Police mal gucken. Ich höre eine Menge Geld, aber wir müssen das doch irgendwie beweisen, dass wir tot sind, oder nicht? Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal Klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Mach, dass du jetzt Land gewinnst. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Hey. Na, okay. Ja, vielleicht das war mir aber klar. Ich glaube, irgendjemand. Wer hatte denn das? Weiß ich nicht. Geh mal rein, dann wird er wieder prollen, dass er tot war und wieder. Genau. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Okay. Reden wir mal erst mit denen. Vielleicht hat der Sonne. Lebenstodes-Dings? Oder lag so ein Scheiß irgendwie bei dem Totengräber im... Ich mach mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ist auch egal. Hier hinten war ein Aktenschrank, ne? Ja, und? Achso, der Totenschein. Ja, klar. Oh Gott. Dann gucken die mal auch an. Ich wusste nicht, dass der so offensichtlich da drin liegt, aber ich wusste irgendwie mal, dass der Aktenschrank nochmal wichtig war. Guck dir den mal an. Hiermit wird bestätigt, dass Erasco Meistersuppe auf Blood Island der Tod ereilt hat. Erasco. Erasco ist auch eine Suppenfirma, ja. Ne? Ja, vor allem, da steht ja jetzt nicht Guybrush Threepwood und Stan kennt uns unter Guybrush Threepwood. Ja, mal gucken. So, jetzt hauen wir den erstmal das Bett raus. Und ich glaube, dann gibt es auch eine kleine Zwischensequenz. Ja, er pfeffert auf jeden Fall durchs Fenster da. Oder durch. Ich meine, der landet bei der alten. Moment. Mach nochmal. Wir haben auf jeden Fall keine. Mach das automatisch. Müssen wir irgendwie noch die Bretter da wegmachen? Bestimmt. Die Nägel hat er übrigens gerade nicht im Inventar gehabt. Die er benutzt hat, um wieder festzunageln. Die Geräusche kommen gerade nur aus meinem linken Kopfhörer. Ja. Ja, ab und zu ist es so. Entweder ist das wirklich Stereo oder imitiertes Stereo, dass sie gesagt haben, ja, dann halt nur ja, auf dem Channel. Ja, hat meine verlegt. Ja, genau. Ah. Saugeil.